Es ist endlich soweit. Mein erstes Instrumentalalbum ist draußen. PPM Beats. Das Album heißt The Beginning. 11 Beats vom Feinsten. Hört mal rein bei Spotify und überall, wo ihr Musik streamen könnt, könnt ihr das streamen. PPM on the beat. Spotify, Deezer, Amazon, überall. Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge von P-Reaction. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's wie immer bestens. Und wie immer, ohne langes Rumgerede, legen wir direkt los. Aber ganz kurz vorher, abonniert doch mal den Channel, aktiviert die Glocke, damit ihr keine Reaction mehr verpasst. Sehr nice, sehr nice. Und jetzt geht's auch direkt los mit Pashanim. Der Song heißt Kleiner Prinz. Erste Reaction auf Pashanim, den hatten wir bis jetzt noch nie. Ich bin mal gespannt, was er hier abliefert. Mal gucken, von wem ist das produced. Directed by Canon 030, Beat by Stickle, Sample by Nikitas oder Niketas, Mix und Master by King Size 130. Alles klar. Und sogar der Hund ist markiert so. Dog by Toy Paddle Bevels. Legen wir los, lassen wir uns überraschen. Sticke. Kleiner Prinz, große Stadt, Baby Girl, ruf ich an, schuh dich ab, meine Brüder und die. Also bis jetzt fängt's gechillt an. Video nicht high quality, muss auch nicht sagen, aber der Song fängt gechillt an. In Ecken, sie verchecken nonstop, ich hab Olo down, walk, Donnerstag im Main Cup. Kleiner Prinz, große Stadt, Baby Girl, ruf ich an, schuh dich ab, meine Brüder an den Ecken, sie verchecken nonstop, ich hab Olo down, walk, Donnerstag im Main Cup, Murakami. Cooler Beat auf jeden Fall. Hook bis jetzt sehr, sehr entspannt, sehr gechillt. Der Vibe ist da. Gefällt mir bis jetzt. LV, Jackie Backblow. Ja, du bist so fly, du stehst allen ihre Show. Kunden auf ein Sally, Kusch oder Kelly. Ja, sie ist weit weg, schickt ein Kuss übers Handy. Onkel spielen Lotto, Nokia Scirocco. Ich sitz mal an Straße, trink Espresso mit dein Giotto. Ich muss sagen, ganz, ganz entspannter Flavor. Also ich bin positiv überrascht. Ich dachte mir, was mache ich jetzt für eine Reaction? Mama Pashanim hat man bis jetzt noch nicht. Gefällt mir gut. Juli, komm in Tape. Shirt ist bei den Ape. Und mein Phone ist bei den Kopf. Schreib den Nummer auf ein Pape. Berlin Sommer Polo Sport. True Legend 97er Max. Und mein Shirt, das ist weiß. Da steht Kreuzberg 61. Hautcreme, Haarwachs, Nikotin, Alkohol. Alle Kids überall gehen raus. Halt raus. Es hat diesen typischen modernen Style mit diesen Wörter aufzählen. Was für mich ja eigentlich Gringo erfunden hat mit den Wörter aufzählen, weil das ja Gringo-Style ist. Wenn ich mich täusche, der jemanden kennt, der noch voll Gringo das gemacht hat, dann sagt Bescheid an Winston, schreibt es in die Kommis. Ansonsten, ich bin der Meinung, das ist immer Gringo und jetzt machen es die jungen Künstler ganz, ganz viel, haben die das übernommen, dass sie immer nur Wörter reinwerfen und einen kurzen Satz darauf bilden. Aber sehr fresher Flow, macht er sehr gut, setzt er sehr gut um auf jeden Fall. Kleiner Prinz, große Stadt, Baby Girl, ruf ich an, schuh dich ab. Meine Brüder an den Ecken, sie verchecken nonstop. Ich hab Olo down, walk, Donnerstag im Leben. Hat Ovo Flavor, die Hook. Kleiner Prinz, große Stadt, Baby Girl, ruf ich an, schuh dich ab. Die Hook hat definitiv Ovo Flavor. Meine Freunde, während wir den Ovo Flavor hier hören, abonniert doch mal den Channel, aktiviert die Glocke, damit ihr keine Reaction verpasst. Meine Brüder an den Ecken, sie verchecken nonstop. Ich hab Olo down, walk, Donnerstag im Leben. Was hat er da reingekippt? Was ist das? Meine Freunde, schreibt's mal in die Kommis. Ich kenne mich mit diesem ganzen Kram nicht aus. Schmerzmittel, sonst was auch immer. Ist es Codein oder was? Keine Ahnung. Schreibt's mal in die Kommis, wenn ihr das wisst, meine Freunde, was das hier ist, was die sich da reinkippen. Sie verchecken nonstop. Ich hab Olo down, walk, Donnerstag im Main Cup. Free mein Bruder, ich zeig SLM auf FaceTime. Stickel auf der Baseline, 20-30 Stage Time, Tourlane. Wird Codein sein, als die da immer diese Fanta Sprite und das lila wird, so. Gehe ich schon stark von aus. Er steht am Terminal 5. Da fliegen doch ja keine Flieger ab, nur Terminal 1 und 2 schön näher dort, deswegen kann man da in Ruhe drehen. Oder ich sag SLM auf FaceTime, Stickel auf der Baseline, 20-30 Stage Time, Tour Life, Nightliner, morgen auch in deiner Stadt. Konfigurieren Panamera auf mein iPhone 8, erste Mal Festivals Main. Konfigurieren mein Panamera auf mein iPhone 8. Stage Abo Glitch, Kickdown, Sportscar, Hin- und Rückfahrt geblitzt, Gneisen, New York, Straße 06, MP3, Gensch liegt in Schocks und Fasson, spiel mit Butterflies. Aus 61 in die weite Welt. Er ist ja jung, wie er aussieht, auf jeden Fall. Ne? Aber er hat einen ganz gechillten Flavor. Er bringt es ganz lässig rüber. Gefällt mir gut. Song kann man sich echt in die Playlist hauen.
Kinderzimmer, Digi-Wago und Designer-Bells. Lehrer sagen, ich hab ADHS. Ich bin all dressed, stabil, Gucci, Prada, MS. Kleiner Prinz, große Stadt. Baby Girl, ruf mich an, schuh dich ab. Hook auch simpel, aber cool gemacht, weil es so einen ganz lässigen Ohrwurm-Flavor hat. Meine Brüder an den Ecken, sie verchecken nonstop. Ich hab Olo down, walk, Donnerstag im Main Cup. Kleiner Prinz, große Stadt. Baby Girl, ruf mich an, schuh dich ab. Meine Brüder an den Ecken, sie verchecken nonstop. Ich hab Olo down, walk, Donnerstag im Main Cup. Meine Freunde, das war's jetzt ja schon fast. Noch 17 Sekunden, Beat läuft noch aus. Erste Reaction zu Pashani, ein guter Song. Ich wusste gar nicht, dass er Berliner ist. Jetzt weiß ich's. Den Beat hat er sich gut ausgewählt. Der Beat passt sehr, sehr entspannt zu seinem Flow. Der Beat ist sehr schön produziert, finde ich. Eine schöne Grüße an Stickle. Digga, nice produziert den Beat, wirklich. Wird direkt ein Like dagelassen. Gibt auch auf jeden Fall eine Flamme für Stickle. Warum kommt da immer ein K mit, Alter? Habe ich ein K mitkopiert? So, auf jeden Fall für Stickle, für Pashani und fürs Video nicht, Alter. Das Video ist voll Standard, so nichts krass Besonderes, wirklich. Aber nein, Spaß, auch fürs Video natürlich, für alles. Aber das Video ist halt, ja, Handy-Scheiß, könnte man schon so sagen, ne? Aber ist auch völlig ruhig. Der Song stimmt, der Vibe ist da, meine Freunde. Der Support ist auch da, die Flammen sind am Start. Drei Flammen hat er sich verdient. Schöner, entspannter Song. Like haben wir da gelassen. Schreibt immer in die Kommis, wie ihr den Song findet. Feiert die Pashani oder findet ihr, nee, ist mir zu ruhig, zu entspannt. Ich feiere sowas. Man muss sich nicht immer anschreien lassen von den Rappern wie AK oder so. Nicht, dass ich jetzt AK nicht feiere oder so, aber jetzt mal so dahin geworfen, weil der immer auch so ins Mike brüllt. Was natürlich auch sehr geil ist, weil es positiv beim Training ist, Alter, wenn du AK pumpst. Pashani ist so gechillt, wenn du dir einen drehst oder abends chillst, einen trinkst oder draußen mit den Homies hängst, ist das natürlich auch viel entspannter, das zu hören. Ich hab meine Brüder an den Ecken, sie verchecken nonstop. Ich hab Olo down, walk, Donnerstag im Main Cup. Murakami LV, Jackie Backblow. Ja, du bist so fly, du stehst Zellen, ihre Show. Kunden auf ein Sally, Kush oder Kelly. Ja, sie ist weit weg, schickt ein Kuss übers Handy. Kush oder Kelly, eine gute Wahl auf jeden Fall. Onkel spielen Lotto, Nokia Scirocco. Cooler Song, wie gesagt, der entspannte Flavor ist da. Meine Freunde, wollen wir es gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich feiere den Beat, ich feiere Pashani, im Kleiner Prinz. Cooler Song, kann man sich definitiv in die Playlist hauen. Schreibt ihr in die Kommis, wie ihr den Song findet. Wenn ihr schon dabei seid, abonniert den Channel, meine Freunde. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine Reaction mehr verpasst. Sehr nice. So, ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Reaction wieder. Das war die erste Reaction zu Pashani. Kann man öfter reacten auf jeden Fall. Ich kannte ihn nur von diesen einen Song von ihnen. Kann man gleich mal gucken, wie das hier hieß. Ich weiß gar nicht mal, wie der Song mal hieß. Sommergewitter, 17 Millionen Aufrufe, das war ja so sein Hit sozusagen, ne, womit er bekannt wurde oder wodurch er bei mir auf jeden Fall auch bekannt wurde. Vorher hatte ich ihn nicht auf dem Schirm, aber ich denke, das war bei allen so. Meine Freunde, lasst ihn ein Like da, cool. Man kann ihn sogar ein Follow da lassen, definitiv. Mir auch, meine Freunde. Und wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Reaction wieder. Bis dahin, bleibt stabil, bleibt gesund. Ich bin raus. Peace.